Herzlich willkommen zur weiteren Folgekarte irgendwo in Thüringen. Die werden wir gleich verdichten und ein bisschen verteilen. Und dann machen wir gleich weiter und fahren mehr Hexen rein. So. Okay. Hat der mehr Licht? Naja. Gut. Wohl früher haben sie auch nachts gearbeitet, wenn das im Sommer der Fall war, zur Ernte. Da haben sie auch durchgezogen. Wetter mitspielte und so, ne? Wusste jeder, der in der Landwirtschaft arbeitet, dass er im Prinzip im Sommer länger machen musste. Obwohl, die hatten auch alle Urlaub gehabt, da muss man dazu sagen. Also, viele Bauern hatten auch im Sommer Urlaub. Also, nicht so, dass nur gearbeitet wurde. Also, wer jetzt Familie hatte und Kinder hatte, bekam auch im Sommer Urlaub, seine 14 Tage. Also, da sind die Vorteile an der LPG gewesen. Da war, konnte man auch Urlaub einplanen. Klappte nicht immer, aber es war im Grunde möglich. Wenn du privat bist als Bauer, dann kannst du das gar nicht leisten. Dann musst du jemanden haben, der das macht. Da haben wir jetzt drinne 2 Millionen. 2 Millionen Silage. Und vorne noch Licht ein bisschen. Zeig reinholen, ne? Ein bisschen einebnen, dann kann man besser fahren, ne? Das kann man nachher auch schön rein kippen wieder. So. Weiter geht's. Wie gesagt, 2 Millionen ungefähr. Ja, 100%, 2 Millionen. Und wir könnten theoretisch schon zudecken. Aber soll er voll werden, ne? Und der Rest wird da vorne nicht, wo wir hinterher noch mit reinfahren. Oder nächste Silo reinfahren. Scheiß Dunkelheit hier. Das mache ich überhaupt nicht. Da ist er schon. Na, schon gewartet. Ja, in eine andere Richtung. Bin ich mal egal. Fäng ich mal an. Ja, ne, so war das früher. Früher war das, das Leben war geregelt, kann man sagen. Ne? Musste keine Angst haben, dass man arbeitslos wird oder kein Geld mehr hat. Wer arbeiten wollte, hat man aber gekriegt. Heute ist es so, Risiko ist sozial für alle und wenn es Gewinne gibt, verdienen wenige. So ist das. Das überwiegend ist es so.
Normalerweise könnten die Krankenkassen sich eine Pharmaindustrie leisten, weil die bezahlen sowieso alles. Kann man auch die Firmen sich leisten, ne? Also. Ja, die machen ja so eine Gewinne, die also wissen genau, was bezahlt über die Kasse. Gewusst wie. So, Uhrzeit haben wir jetzt. Gleich 9:45. 10:10 gleich. Jetzt bin ich überfragt. Noch zwei Folgen oder? Ich hätte auch die Zeit vorrechnen können, ne? Weil hatte ich genau gewusst. Ich glaube, es ist 9:30 habe ich gesagt, glaube ich. Da hat diese noch eine Folge. Und wie gesagt, ich kann da morgen noch zwei Folgen machen. Das ist nur eine oder zwei. Ist ja kein Problem. Wir machen halt hier weiter, wo wir aufgehört haben, ne? Der Kurs für den Häcksler ist ja gespeichert. Von daher ist es kein Problem, da weiterzumachen, ne? Wir machen halt die Folge voll. Rund 20 Minuten und dann reicht das für heute. Das heißt, ich speichere ab und stelle fest, oben sind noch 4 Folgen. Aber da sind morgen auch eine Stunde oder eineinhalb. Dass noch Striche da sind, kann man erkennen, wo man hin muss. So, machen wir gleich mal Laterne an hier, ne? Aber wir haben kein Geld. Und ehrlich gesagt, bauen wir hier 2 Laternen hin. Das kann doch nicht sein, dass es dunkel ist. Aber das haben wir nicht drin, das ist ja nicht möglich bei fast 40.000 minus. Ehrlich, da hat er fix 2 Laternen gebaut, 2 große oder mindestens oder 4. Hätten wir schön Licht gehabt, hätten wir genau gewusst, wo wir hin müssen. Wo ist der Häcksler? Er hat schon gedreht, das ist gut. Mitgedacht. Ein KI, der mitdenkt, gibt's doch gar nicht. Das war reiner Zufall, dass er das auch wusste, dass er drehen musste. Weil er so drehen musste. Tempomat rein. Super. Kann man nicht mehr reparieren, ne? Ich kippe jetzt mal 3,5. Traktor bei 18%, da kann man zur Not austauschen, aber Traktor ist nicht schlimm. Häcksler ist schlimm. Man muss einfallen lassen, ja. Wenn er so stark kaputt ist, dann haben wir Verluste irgendwo. Aber da haben wir eh ein Problem, weil müsst bis zum Hof fahren. Mal schauen, ob wir das Geld hinkriegen. Nur Schrotter verkaufen? Geht nicht. Also wir Holz, ne? Holz und mindestens ja 2 Fuhren haben, ne? Weil 0 Uhr kommt garantiert noch ein paar Kosten. Erleben wir heute nicht mehr. Noch fährt er 9 km/h, also nicht so gerade so dramatisch.
Aber wenn er anfängt mit Siegkanal zu fahren, dann kann man sagen, oh, da ist schon was kaputt. Eine Bahn. Nicht ganz 80%. Die nächste Bahn wird länger. Übernächste müsste Spaß hinkommen mit 100%. Na, jetzt wieder rein. Schlingeloo. Weiter oben geht nicht, wir sehen gerade. Ende ist Ende. Ja, angefangen haben wir ungefähr mit 1, glaube ich, oder 2, dann haben wir das. Innen gehen. Ja, 8 Stunden jetzt in der Fall. Das ist schon hart. Ja. So, auf die Luken und raus damit. Nicht zu schnell. Soll ja alles in die Mitte rein. Warum kann das nicht kurz bleiben, was ich so schön kann, ne? Meldet aber wieder Regen? Ne, Regen auch nicht angesagt, aber bewölkt. Extra gut. Da haben sie auch Originalsymbol ausgedacht von der 1, also von sowas von hässlich. Einfach so schwarz-weiß. Und hier irgendwas anders. Einer mal fragt, wo das Wochenende geblieben ist, keine Ahnung. War bald in Hause, drei, vier Tage, vier oder fünf. Muss ich bleiben. Mal schauen, wer der ist. Und dann entscheidet sich ein bisschen, ob ich früher oder später fahre. Aber ansonsten fünf Tage Erholung. Wenn meinen zweiten Rechner herrichten, den ich mitnehmen werde. Muss ich alles aktualisieren, Windows und Antivirenprogramm raufbringen. Zumindest zum Aktualisieren der Programme hier. Dann ein bisschen vorsichtig sein mit Antiviren. Zeit, jetzt ja noch ein bisschen Zeit. Ich kann locker wieder hochfahren zum Silo und dann wieder zurück. Und dann ist die Folge auch schon fast erledigt. Angefangen um 16 Uhr, da gab es Startschwierigkeiten mit dem Kurs errechnen hier. Erstmal dachte ich hier, oh, jetzt dauert 4 Minuten, abbrechen. Beim zweiten Mal hat es auch mal gedauert, also da wird hier
Könnt ihr vorspulen oder habt ihr schon vorgespult, sagen wir so. Das ist ja das Schöne der heutigen Technik, man kann dementsprechend vor- und zurückspulen. Wenn man nicht gesehen hat oder nicht mitbekommen hat, kann man es ja Wiederholung machen und dann passt das schon. Oh, das ist voll. Dafür ist ja gut, der GTB. Das war ein Mod. Aber die hören auf, ne? SMM hört auf. Die haben keine Lust mehr. Na, ist ja auch eine Sauerei normalerweise. Im Grunde arbeiten die alle gratis. Viele beschweren sich noch, wenn sie beim Upload ein bisschen was bezahlen möchten oder sollen, wenn sie was schneller haben wollen. Ne? Also sie müssen ja nicht. Ne? Und es gibt ja auch vieles, was irgendwie kostenfrei ist. Also einfach auch vom Modhaus der so. Man im Prinzip auch schnell runterladen kann, was kostenlos ist. Vieles, nicht alles, aber vieles. Und wenn einer sich das bisschen was bezahlen lassen, ein bisschen was verdienen will, dabei, etwas daran was davon zu haben, ne, auch für seine Freizeit, wird sich meist beklagt. Ne? Also für Spiel haben wir kein übrig, aber dann eher für den Modder was übrig zu behalten. Das ist meistens nicht drin. Naja, gut, muss jeder selbst wissen. Ne? Ich bin der Meinung, man soll ein bisschen auch den Modder zugutekommen lassen. Und wenn es über Upload ist, also bei 21er, wenn ich das kaufe, ich hoffe, dass das schon mal Season drauf ist und Cosplay. Ich will nicht sagen, dass ich das voraussetze, aber das ist für mich eine der Grunddinge in der Landwirtschaft, dass Wetter entsprechend natürlich der Ursprung ist. Nicht, dass wir jeden zweiten Tag ernten können, das ist ja irgendwie unrealistisch. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Dann seid mal Tschüss und Winkel für die heutige Folge. Da geht es ja entsprechend zur nächsten Folge weiter. Wir machen Mais. Tschüss und danke fürs Reinschauen.